Also die Türkei bombardiert nicht nur die Kurden im eigenen Lande, sondern sie bombardiert auch die Kurden in Syrien, die erfolgreich dabei waren, den Islamisten den Zustrom an Waffen und den Verkauf von Öl zu unterbinden. Das heißt, Kurden, die erfolgreich im Kampf gegen Terrorismus waren, werden von der Türkei bekämpft. Die Türkei hält offenkundig den Verkauf von Öl und die Zulieferung von Waffen gegen Öl an die IS-Faschisten aufrecht. Und das ist die Partei, die unsere Bundeswehr heute unterstützt. Das tut Angela Merkel im Namen des deutschen Volkes. Und das sind die Dinge, die hier besprochen werden auf der Bilderberg-Konferenz. Wir können fragen, ob sich Angela Merkel das selber überlegt hat, weil sie damit meint, Deutschland mächtiger machen zu können oder sonst irgendwelche obskuren, vermeintlichen deutschen Interessen zu verfolgen, oder ob sie unmittelbar der Agenda einer höheren Macht folgt. Ja? Und wie ich vorher erklärt habe, ist der Einladende dieser Bilderberger Konferenz David Rockefeller, also genau der Mann, der unsere gesamten Schulden hat. Ja? Ich mache nochmal einen Schwenk zurück zu den Schulden. Ich hatte schon erzählt, das Geld für unsere Schulden existiert nicht. Schulden werden aus dem Nichts ausgegeben und nach der Rückzahlung verschwinden sie wieder. Würden alle westlichen Staaten die Zahlung der Schulden auslassen, sie einfach verweigern, würde kein Mensch geschädigt. Auch die Rockefellers und Rothschilds würden nicht geschädigt. Keinem Menschen würde etwas weggenommen. Aber diese Schulden werden, wie wir jetzt in Griechenland sehen können, als Methode verwendet, um das komplette Volk zu enteignen. Jetzt laufen wir ein bisschen weiter. Das heißt, die großen Bankiersfamilien, und es interessiert mich an der Stelle überhaupt nicht, ob die jüdisch sind oder nicht, denn sie haben auch null Empathie für das jüdische Volk. Es ist viel schlimmer, hier kommt beinahe der Kotzreiz. Es werden dort Telefonate geführt, es wird mit Millionen geschachert. Es geht darum, Arbeitsplätze abzubauen, billiger zu machen und, und. Und der Dresdner Flughafen stünde heute voll mit einer riesigen Anzahl von Privatjets. Finanziert zum großen Teil auch durch unsere Steuergelder. Und das Schlimme ist, wir dürfen nicht wissen, warum wir diese Steuergelder überhaupt bezahlen. Gestern hatte ich das Vergnügen, mit einem Landtagsabgeordneten dort vor dem Bilderbergzaun zu stehen. Der hatte über seine Fraktion eine Anfrage gestellt, was denn bitteschön dieses Bilderberg-Treffen kostet. Aber die Antwort, die er bekommen hat, war, ja, die Konferenz ist noch nicht vorbei, wir können das noch nicht sagen. Der gute Mann will zumindest dranbleiben. Also das heißt, auch die Abgeordneten sind nicht allesamt einverstanden mit dem, was hinter den Bühnen hier so alles gespielt wird. Inzwischen ist Bukvali eingetroffen. Wir versuchen jetzt hier die Mikros klar zu machen, sodass wir euch auch noch ein Live-Act präsentieren können. Und er hat schon angekündigt, er will auch Klartext sprechen. Und ihr dürft schon gespannt sein, also lauft nicht weg. Wir gucken, dass wir das Ding jetzt hier zum Laufen kriegen. Dankeschön.